Hallo meine Lieben, hier mal wieder ein Video von mir. Komm zu mir, hier bin ich. Muschi, komm her. Muschis mögen mich, komm her. Vor allem die Behaarten. Also, wir sind hier in Alanya und hier ist es wunderschön. Na, hast du mich endlich mal gesehen, du blöde Kuh. Komm her. Und wir sind im Park hier vom Alanya. Hier ist es wunderschön. Good morning. Merhaba. Very nice people here. Very nice people here. Und man muss mal realisieren, in was für einen geilen Kaff wir leben. Hier ist es einfach viel zu schön. Wunderschönes Kaff hier. Seht ihr das da oben? Die Burg, seht ihr die Burg? Dann wieder Spielplätze. Dann haben wir hier das Meer. Ach. Also passt mal auf, Leute. Ich muss euch was Trauriges sagen. Ihr wisst ja, in Notre Dame ist Feuer ausgebrochen. Und ihr müsst euch mal vorstellen, wie blöd die sein müssen, um so ein Teil abbrennen zu lassen. Das kann gar nicht sein. Ich meine, haben die keine Vorschriften, dass da irgendwelche Sprinkleranlagen sein müssten oder was auch immer? Ich meine, wenn die so ein Ding dort haben, ja, wenn die so ein Ding dort haben, so ein Teil, was zig Jahrhunderte alt ist und viel fürs Tourismus macht, dieses Teil, zig hundert Leute kommen da am Tag hin, um das zu besuchen, das ist Geld, ja. Schaut euch mal, wie schön das ist. Mensch, wo ich hier lebe, das ist schon wirklich krass. Nochmal weiter mit Notre Dame. Das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen. Ja? Stellt euch mal vor, wir hätten so ein Teil hier und das wäre nicht geschützt. Gegen Brand und so weiter. Das ist undenkbar sowas. Ja? Und stellt euch mal vor, wir haben ja hier auch uralte Objekte. Ihr seht es hier bei der Burg oben. Und die sind alle mit Sprinkleranlagen und Feuerschutzbestimmungen. Das muss absichtlich gewesen sein, Leute. Das kann nicht. Sowas geht nicht. Sowas darf nicht sein. Will er sich jetzt da irgendwie schön machen oder will er sagen, das ist die Proteste? Ich rede schon von Macron. Will der jetzt sagen, das waren die Gelbwesten? Kommt jetzt ein Gelbwestenbrief? Taucht ein Gelbwestenbrief auf? Oder was? Oder will er die Schuld den Moslems in die Schuhe schieben? Ja, also pass auf. Hier sind wir in Sicherheit. Hier sind wir in Sicherheit. Ja. Hier sind wir in Sicherheit. Weil wir schon jahrzehntelang drangsaliert wurden, niedergemacht wurden mit Terror, teilweise vom Westen unterstützt. All diese PKK-Vollidioten-Wichser sind ja alle vom Westen unterstützt. Aktuell können wir das ja auch sehen.
indem USA der JPG, also die PKK, denen Waffeln, die liefern denen Waffeln. Sowas muss man mitten auf der Straße reparieren. So, nun gehen wir zum Katzenpark. Jetzt gehen wir zum Katzenpark und dort könnt ihr Katzen sehen und streicheln und füttern. So, das ist wieder ein Park. Hier sieht man die Steuergelder. Hier sieht man, wie die Steuergelder investiert werden. Hier sieht man noch, dass man ein Mensch ist. Hier ist es der Katzenpark. An alle, die immer noch denken, hier ist eine Diktatur oder hier kann man nicht frei leben oder was auch immer euch für Schwachsinn erzählt wird, das wird euch halt erzählt, die müssen das machen. Kommt her, kommt her. Ich habe kein Futter für euch. Ich habe nur Streicheleinheiten. Komm her. Psst, psst, psst. Komm her. Komm her. Psst, psst, psst. Ich habe nur Streicheleinheiten. Mehr nicht. Komm. Jawohl. Das magst du mehr, ne? Als Scheiß fressen. Ne? So, meine Lieben, wo waren wir stehen geblieben? Ja, also passt auf. Ich sage euch mal, worauf das Ganze hinausläuft. Und vergiss nicht, sie haben Zeit. Sie haben Zeit. Sie haben über Jahrhunderte alles schon geplant. Alles schon geplant. Und wer das nicht schnallt, der ist einfach zu doof. Der soll sich mit sowas gar nicht beschäftigen. Ne? Und wisst ihr was? Noch was. Es gibt aktuell Leute, die machen... das Mega-Ritual oder irgendwas, was wir schon lange schon hinter uns hatten, solche Sachen, fangen die neu an. Die tun dann alle möglichen Verschwörungssachen in einen Topf reinschmeißen, umrühren und dann heißt es, am 11. was auch immer, wird ein Mega-Ritual passieren in Kanada. Ja? Leute, fallt nicht auf diese ganze Scheiße rein. Warum? Ihr sollt dann mit eurem Geist, mit eurem Gehirn dann bei dieser Sache bleiben in Kanada, dabei ist alles so offensichtlich. Alles so offensichtlich. Das ist alles so offensichtlich, was gerade passiert. Und die Leute sind einfach zu doof, die Augen offen zu halten. Ja? Ihr müsst nur schauen, was gerade im Mittleren Osten, Nahen Osten passiert. Ihr müsst nur schauen, was mit dem Finanzsystem passiert. Ihr müsst nur schauen, was für Gesetze in Deutschland durchgewunken werden. Und das interessiert alle nicht. Ja? Das interessiert niemanden. Das ist das Traurige. Keiner merkt das. Ja. Versteht ihr? In Deutschland soll jetzt Impfpflicht, eine Zwangsimpfung durchgesetzt werden. Könnt ihr euch das vorstellen? In manchen Bundesländern ist es ja schon. Es
Julian Assange ist es ausgeliefert worden. Ein Typ, der die Leute, man mag ja von ihm halten, was man möchte, aber ein Typ, der die Leute versucht hat aufzuwecken mit den USA Schandtaten. Ja? Nichts, Leute, es geht alles dahin, wo wir schon immer gewarnt haben, aber es interessiert keinen. Die Truderzähne, wie ich schon immer gesagt habe, ist wieder nur mit Asylanten beschäftigt. Nur Asylanten. Das ist das Einzige, was diese Vollidioten interessiert. Ja? Asylanten. Für Wohnungsnot gehen sie endlich mal auf die Straße. Aber die müssten halt alle auf die Straße. Nicht ein paar hundert, die müssen mal alle auf die Straße. Aber dann aber richtig heftig. Aber dafür reicht leider, dafür reichen die Massen nicht. Es müssten zigtausende auf die Straße. Ne? Hunderttausende, wie damals bei den Ostermärschen. Damals ging das noch. Da hatten die Leute noch Gehirn. Damals hatten die Leute noch Gehirn und haben noch was getan. Jetzt ist alles zu spät. Alles zu spät. Leute, ich sehe schwarz. Ich sehe schwarz. Für Europa, vor allem für Deutschland. Ich sehe schwarz. Das ist, was gerade passiert. Das ist nicht gut. Ich habe mich gerade verliebt. Ab 18 ist erlaubt, okay? Ab 18 ist erlaubt. Morning. Das war's schon mit meinem Video. Ich wollte nur mal zeigen, dass es mich noch gibt. Und wenn mal nichts kommt, macht euch keine Sorgen. Ich muss echt sagen, ich bin seit Jahren immer der, der halt da ist. Ja? Der da ist und für alle ihre Sachen halt auch macht, seinen Job macht. Und zum Glück hilft der da oben mir. Ja? Wie oft ich schon zum Flughafen gefahren bin. Wie oft ich schon, was auch immer, kein Unfall, kein Autounfall, gar nichts. Ja? Also nichts Großartiges zum Glück. Ja? Immer alles funktioniert. Ich bin wirklich, ich habe wirklich Glück. Ja?
Sommer liegen. Das Ding.